So. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich starte heute in Dark Souls 2 rein. Wie auch bei Dark Souls 1. Ich habe das Spiel noch nie gestartet. Ich habe mir keine Videos, nichts dazu angeguckt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe bisher nur gehört, dass es nicht gut sein soll. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, es ist voll okay, es ist absolut in Ordnung, es ist spielbar. Und es macht Spaß. Deswegen lasse ich mich auf jeden Fall überraschen. Wenn es mir als unspielbar erscheint, werde ich es vielleicht abbrechen. Das nehme ich mir raus, dass ich dieses Spiel vielleicht nicht fertig spielen werde. Dann werde ich auch entsprechende Gründe nennen und in eine Analyse reingehen, wenn man so will. Aber ich bin recht unvoreingenommen und lass mich echt überraschen. Also, ich habe das Spiel noch nie gestartet. Ich drücke jetzt das erste Mal auf den Play-Button. Da kommt schon die erste Meldung aus dem Chat. Spielbar ist es schon, aber es macht einfach keinen Spaß. Schauen wir mal. Das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, der Mauszeiger ist anders. Und es ist natürlich viel zu laut. Was? Nee. Ein. Wieso kann ich hier die Lautstärke des Spiels nicht anpassen? Boah, muss ich das jetzt echt in den Windows-Einstellungen runterdrehen? Das ist doch jetzt eine miese Nummer, oder? Müsste in-game gehen, steht da jetzt, kommt aus dem Chat. Okay, ich gehe mal ins Spiel rein. Ich kann hier jetzt auch nicht den Offline-Modus einstellen. Ich starte jetzt das Spiel. Ah ja, genau. Jetzt gibt es ja erstmal Blut. Ja, okay. Untertitel, jawohl. Von mir aus HUD immer anzeigen. Helligkeit. Whoa. Okay, was? Spiele immer gerne ein bisschen heller. Was? Nee, okay. Muss ich hier dann A drücken, um weiterzukommen wahrscheinlich. Okay, das passt. Musiklautstärke, da kommt's. Jetzt hat le. Stimmen können wir mal ein bisschen lauter lassen. Können wir ja sonst nachher auch noch einstellen. Ich möchte bitte gerne das Online-Spiel abschalten.
Ist hier jetzt noch nicht. Okay, Online-Modus wird gestartet. Ich will nicht im Online-Modus spielen. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Okay. Ah, so schlimm sieht die Grafik gar nicht aus, wie ich im ersten Moment dachte, jetzt auf den ersten Blick. Ich werde gleich nochmal in die Einstellungen gucken, ob ich das Online-Spiel deaktivieren kann. Dazwischen. Ja, da rennt schon einer los. Okay.
Spieloptionen. Bildschirmoptionen. Grafik, Nachricht, gelesene, geschriebene Nachricht, Spielerstatus, Spielerinfo, Inventar, Ausrüstung. Okay, das Menü sieht schon komplett anders aus. Ich kann hier keine Klasse oder ähnliches wählen. Ich will offline spielen. Filmeffekte. Aber hier ist nirgends die Option dafür. Okay, oh Gott. Okay. Was ich direkt merke, es wirkt etwas indirekter als Dark Souls 1. Nikki. Nikki? Oder Nick? Nikki. Es wirkt indirekter als Dark Souls 1, was mir jetzt im ersten Moment nicht so gut gefällt, ehrlich gesagt. Okay. Springen ist anders. Boah, springen auf dem linken Stick, wild. Der Sound ist immer noch ein bisschen zu laut für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Niki ist korrekt, sehr gut. Alles klar. Oh, das... Und die Kamera zieht leicht hinterher. Das ist voll nervig. Ja, so ist auch gut für mich jetzt. Ich habe es einen Ticken leiser gemacht. Also wenn ich nach rechts laufe, ich glaube, das ist auch das, was mich so irritiert. Es ist nicht so, dass der Charakter sich schwammig steuert. Das ist schon direkt. Aber die Kamera zieht leicht hinterher. Das müsste ich mal gucken, ob man das irgendwie... Kameraempfindlichkeit. Nee, jetzt habe ich es, glaube ich, schlechter gemacht. Ah nee, das ist die Empfindlichkeit wahrscheinlich, die ich hier jetzt gerade umgestellt habe. Ja. Kann ich das nicht einstellen, dass er mir nicht nach links aus dem Bildschirm rausläuft und nach rechts, so dass ich ihn immer in der Mitte habe? Naja, was soll's. Gut, wo sind wir hier? Ey, was seid ihr? Kann ich euch schon verprügeln? Die rennen vor mir weg. Ich habe keine Waffe und nix. Ich glaube, ich soll die nicht verprügeln können. Komm her, du! Ist vielleicht auch keine so gute Idee, die ohne Schwert verprügeln zu wollen. Dann lassen wir das. Ist das hier ein Tipp, ein Tutorial-Tipp? Oder warum habe ich jetzt hier so einen Geist? Dinosaurierstapfen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ohne Waffe einem Dino über den Weg laufen will. Moment, ich habe doch hier Inventar. Habe ich irgendwas? Nee, ich habe Finstersymbol, schwarzer Tränkestall, Ordnungsknosch, der Verbindung zu anderen Welten wieder her. Kennen, alles klar. Ja, nee, mit dir will ich jetzt nicht ohne Waffe begegnen. Ah ja, das ist eine gute Idee, die der Ken hier aus dem Chat gerade hat. Ich schreibe nochmal schnell
Ja, ich habe es in den Titel reingeschrieben, genau. Okay. Boah, ich weiß nicht. Ich guck mal, ich sag mal Hallo hier. Hi, wer seid ihr denn? What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? Die war wirklich nett, die Alte. Die fand ich cool. Im Intro. You're finished. You'll go hollow. Yes. You'll become one of them. Hollows prey upon men. Feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Okay, das läuft hier schon mal komplett anders. Ich krieg einen Namen. Wir sind natürlich der Tassi. Tassilo? Tassilo. Tassilo passt schon. Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja. Oh, at least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ach, okay, jetzt darf ich einstellen. Klasse Gabe. Okay, Schwertkämpfer, Bandit, Gnadenloser, sehr geschickt, erfahren mit dem Bogen, zielt aus jeder Distanz. Klasse ist an dem Spiel übrigens nur dieser Auswahlscreen. Okay. Gut, also in meinen Erfahrungen nach bin ich, glaube ich, in diesem Spiel, wie auch im ersten Teil, Krieger oder Ritter. Schwertkämpfer mit zwei Schwertern sehe ich mich nicht so. Ich hätte gerne ein Schild, der hat ein Schild von Anfang an. Ich würde gerne wieder parieren. Ich gehe davon aus, dass das hier auch funktioniert. Nicht sagen, wenn es nicht geht, Leute, ne? Haltet euch bitte zurück. Deswegen wird's für mich der Krieger. Gabe. So, nichts. Erhaltet kein Geschenk. Wer würde das machen? Lebensring. Dieser alte Ring erhöht die Trefferpunkte leicht. Menschenbild. Ein vertraut wirkendes Abbild lässt Hüllen wieder leben. Okay, das ist Menschlichkeit quasi. Heilstoffe. Diverse Objekte, die Gift heilen und Trefferpunkte wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Drang Lake bereist. Heimatknochen. Leuchtfeuer zurückkehren. Nee, weiß ich nicht. Habe ich nie gebraucht. Ganz selten mal. Riesenbaumsamen. Ein Samen des Riesenbaums. Nicht essbar. Mhm, okay. Werft dies in ein Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden in eurer Nähe zu erhöhen. Bitte was? Nee, sicher nicht. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich.
Ich habe leider schon eine leichte Information bekommen, einen leichten Spoiler zu den Mechaniken und den Informationen zu dem Spiel, dass meine Trefferpunkte halbiert werden, wenn ich sterbe. Oder verringert werden. Ich weiß nicht, ob es halbiert wird. Ich vermute, dass dieses Menschenbild mir dann die Trefferpunkte wieder vollständig herstellt. Trotzdem hätte ich gerne den Lebensring. Bisschen mehr Leben. So, Erstellung abschließen. Muss ich jetzt... Nee, ich hätte gerne noch den Körper. Kann ich hier nicht? Doch. Geschlecht, Körperbau, Figur. Ja, mein Gott, keine Ahnung. Ja, das passt schon. Figur? Okay, ja, ich bin natürlich ein... Oh, das ist mir eigentlich relativ... Ach du mein... Oh Mann. Ach Scheiße. Oh Gott. Wir sind auf jeden Fall ein Weißbrot. Ich hätte bitte gerne irgendeinen coolen, eine coole... Nee, die sieht doch super aus. Wieder das... Ey. Haarfarbe. Oh, was für ein Rot ich hier auswählen kann, ne? Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Hier. Das sieht gut aus. Passt zu meinen Kanalfarben. Augenbrauen. Ja, wir sind ein bisschen grimmig. Die werden natürlich auch Kanalfarben. So. Augenfarbe. Stahlblau. Jawohl. Bart. Hier so einen schönen Schnauzer. Jawohl, den finde ich geil. Nicer Schnauzer. Bartfarbe. Sorry. Ah, ich find's super. Ah, Tattoos kriegen wir natürlich auch. Hier so ein tolles Pferd. Ich will ihn drehen. Ich darf ihn nicht drehen mit der Maus. Tätowierungsfarbe, ja. Hier, das ist gut. Deckkraft. Gut, erweiterte Einstellungen. Gesamterscheinung, Kopf 1. Oh Gott, nee, okay, das ist mir dann zu viel. Deswegen passt das so. Ja, mein wahres Ich. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Die alten Hexen. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Also, ich muss euch direkt sagen, hey Leute, ich habe zu viel mitbekommen bereits. Ich habe bereits zu viel mitbekommen. Weil normalerweise würde ich jetzt nach dem Zusammenhang zu Dark Souls 1 suchen. Da ich aber weiß, dass es hier keinen Zusammenhang gibt, finde ich's Menschenbild. Alles klar. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Stört es euch, dass ich euch beklaut habe? Nö, anscheinend nicht. Kann ich hier noch was von euch klauen? Das wirkt ein bisschen wie Zelda Ocarina of Time hier mit dieser fixierten Kamera, wo man am Start durch den Raum läuft. Okay.
must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Okay. Lebensstein. Wieso habe ich einen Lebensstein bekommen? Ist das der Ausgang oder das? Okay, von hier bin ich gekommen. Was ist hier los? Ah, die Kamera nervt ein bisschen. Jetzt darf ich auf einmal nicht mehr mit dem linken Stick springen, oder was? Doch nur, wenn ich renne, oder wie? Ich guck mal, was der da oben so für mich hat. Oh oh. Oh nee. Hä, konnte ich keine Rolle machen gerade? Oh, und tot. Wow. Der hat auch sehr, sehr wenig Schaden von mir bekommen. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Da würde ich, glaube ich, erstmal woanders hingucken. Darf ich euch jetzt umbringen? Ihr kleinen, schnellen... Boah, und also... Erwischt. Oh, jetzt kommen sie alle. So, erwischt. Oh, der füllt aber langsam mein Leben auf. Aber ganz langsam. Rostige Münze. Okay, danke. Den ganzen alten Schrott auf eBay verkaufen und den Acer-Monitor kaufen. Der für 99, ne? Also wie gesagt, da musst du halt ausprobieren, wie schlimm diese beschriebenen Phänomene sind, die da, die eine Bewertung da hatte. Ja, für den hier links weiß ich nicht. Wollen wir den nochmal probieren? Ich meine, ich habe jetzt 180 Seelen, das ist vielleicht schon das erste Level. Hier war noch eine Tür bei denen. Schauen wir mal, was da geht. Rostige Münze oder wie eBay sagen würde, leichte Gebrauchsspuren. Leuchtfeuer sind Orte der Rast, ihr könnt euch im Ver- ja, okay. Verbrennen? Gegenstandskiste reisen. Gut. Zauber einstimmen. Verbrennen. Damit können. Nee, das brauche ich ja noch nicht. Das ist hier komplett anders als im. Als im ersten Teil. Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. Okay.
Nee, warte mal. Inventar. Benutzen. Plus 200 Seelen. Ach so, scheiße. Ich kann ja hier noch nicht leveln. No! Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Also anscheinend kann ich hier noch nicht leveln. Oder ist das hier irgendwie anders? Ausrüstung? Spielerstatus, Spielerinfo. Hilfe? Nee. Spielerstatus? Kann ich hier irgendwo leveln oder so? Nee. Sieht nicht so aus. Mich ärgert es noch immer ein bisschen, dass ich nicht einstellen kann, dass ich hier offline spiele. Das ist, finde ich, nicht cool. Hier ist ein Nebel. Das sind mehrere Nebel. Warum sind hier Nebel? Hier ist alles voll von solchen Nebeln. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal in den ersten rein. Steam im Offline-Modus starten. Oh Mann. Angriff. Ja, das weiß ich doch. Warum sollte ich hier sprinten wollen? Okay, also das funktioniert hier auch. Sehr gut. Ich habe eine Fackel bekommen. Kann ich die irgendwie anlegen und... Nee, hä? Ich habe doch eine Fackel bekommen, hieß es. Hier ist keine Fackel. Doch, hier, da. Wie benutze ich die? Da, 5 Minuten Nutzungszeit hat die Fackel, aber ich würde gerne dieses Ding hier anzünden, aber darf ich wohl nicht. Da unten steht noch so ein Troll. Okay, man kriegt keinen richtigen Trigger. Hier wird wahrscheinlich stehen Angriff von hinten, hinter dem Gegner. RBLB. Niki, ja. Ja, werde ich. Deswegen gab es vorhin auch ein kleines Intro. Ein Dolch. Ist das ein Wurfdolch? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, ich bin wieder im Menü, ne? Hahaha. Dann halt nicht. Ausgerüstete Waffe wechseln. Ja, ist der Dolch besser? Nehme ich den jetzt mal? der ist für Rücklinks-, Hinterrücksangriffe ist der besser. Für kritische, wenn ich das richtig verstehe. Ich wurde schon zu sehr gespoilert tatsächlich für ein reines Dark Souls 2 Erlebnis. Schritt zurück. Achso, okay.
Aua! Ey, stopp, stopp, stopp. Naja, ich würde mich zum Beispiel, wenn ich jetzt, weil die Frage gerade kommt, was ich denke schon zu wissen, ich würde den Zusammenhang zwischen Dark Souls 1 und Dark Souls 2 würde ich in der Story suchen. Das ist jetzt schon eigentlich weg. Weil ich weiß, dass es nichts miteinander zu tun hat. Ich würde jetzt sagen, okay, es ist ein anderes Abenteuer meiner Hülle, warum auch immer ich so grün im Gesicht bin. Also das ist immer noch nicht meiner Hülle, sondern Kamera bewegen. Sondern meines Daseins, Seele eines namenlosen Soldaten. Okay. Dass er mir jetzt erst sagt, wie man die Kamera bewegt, ne? Ist auch wild. Das hier ist also die Tutorial Area. Verstehe, verstehe. So, dann weiß ich schon, dass ich die Hälfte meines Lebens verliere, wenn ich sterben sollte. Rechte Waffe zweihändig führen. Ja, das ist gleich. Linke Waffe zweihändig führen. Okay, witzig, dass das geht. Alter! Ich will parieren. Ja, doch, anscheinend geht das auch. Muss ich gleich mal ausprobieren. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wann benutze ich denn die Fackel? Okay, hier sagt er mir beim Sprinten. Gelbes Kraut. Okay, geht's hier irgendwo weiter? Nee, das ist jetzt hier. Ah, doch, da hoch. Okay. Nein, ach, oh, das ist voll dumm. Ich war gerade voll in der Dark Souls 1 Steuerung und wollte B drücken zum Springen. Oh Mann, ey. Ach nö. Oh shit. Nee. Ah, okay, ich verliere ein bisschen meines Lebens, wenn ich sterbe, sehe ich gerade oben. Nicht alles. So, ihr müsstet wieder am Leben sein, ja? Okay. Ich wollte parieren. Ging wieder nicht. Ah, ich muss nicht stehen bleiben für... Oh, nice, okay. Bei dem hat jetzt der Heavy, der schwere Angriff nicht funktioniert nach dem Parieren. Weiß jetzt nicht warum. Also das mit dem Springen. Weiß ich nicht. Ah, na. Oh. Die Schwerkraft, schwerster Soulsboss. Boss, an der Stelle bin ich auch schon oft runtergefallen. Okay. Ah. Oh, aber die Kameraführung macht mich hier ein bisschen. Die ist nicht so cool. Die ist nicht ganz so gut gelungen wie im ersten Teil. Komm, hau zu. Man muss viel früher. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, warum er diesen kritischen Angriff nicht macht nach dem Parieren. Vorhin hat er ihn einmal gemacht, jetzt gerade nicht.
Okay, rennen, springen. Herzadle. Danke. So. Eine Statue blockiert euren Weg. Darf ich bitte vorbei? Nee, so auch nicht. Okay, da oben ist noch ein Weg. Wo geht's hier lang? Hallo? Oh, hier ist alles voller Nachrichten. Wie gerne ich das abstellen würde. Ich glaube, ich muss dann... Was sind das hier für Flecken? Blutlache berühren. Sind diese Blutlachen, ernst gemeinte Frage, dürft ihr beantworten, ist das Online-Play, diese Blutlache, oder ist das... In-Game? Online-Zeug will ich nicht angucken. Ja. Ist online, okay. Steam im Offline-Modus starten. Ja, online, okay. Dann werde ich jetzt gleich, ich mache hier nochmal ein bisschen das Tutorial zumindest fertig und dann starte ich Steam im Offline-Modus für Dark Souls 2, dann weiß ich Bescheid. Ich vermute mal die Nachrichten auch, dass das alles... Majula. Okay. Hier geht's mir... Das ist... Da hinten war doch noch voll das Zeug am Start. Da geht's wieder rein, schätze ich. Göttlicher Segen, okay. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Hallo Leute? Ja, da ist ein Leuchtfeuer. Gut, also einmal Leuchtfeuer rasten. Dann, nee, dann kann ich ja hier machen. Dann gehen wir aus dem Spiel raus. Und ich gehe in den Offline-Modus von Steam. Weil das ist ja saublöd. Also. Das ist wirklich saublöd. Kannst hier auch nirgendwo nur Grafik umstellen, ne? So, Leute, wisst ihr was? Aber das passt ganz gut rein, würde ich sagen. Um ein YouTube-Outro zu sprechen. Und in dem Fall machen wir das auch so. Dann geht's in der nächsten Folge, die dann auf YouTube erscheint, geht's dann weiter mit dem Dark Souls 2-Erlebnis. Da geht's dann richtig los. Das war jetzt hauptsächlich Intro und Einleitung und so weiter. Ihr kennt das ja. So ist das. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.